Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Heute am 11.07.2017. Ein Tag später, der dritte Aufnahmetag in Folge. Um 19.52, ein bisschen später, mit ganz schön windigem Wetter. Holla die Waldfee. Ich glaube, ich muss das Fenster gleich mal zumachen. Jedenfalls, wir sind ja gestern hier stehen geblieben im Eispalaste. Und ich weiß ja nicht mehr... Ah, jo, ich bin gestorben letztes Mal. Stimmt, da war ja was. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich hier tun soll, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich soll ich mich einfach mal heilen, ne? Ich werde mal so angucken, wie viel Energie ich nur habe. Nun, sehr schön ist auf jeden Fall, komfortable Anzahl an Medipacks, nach wie vor. Ich weiß nur nicht, wie viel ich jetzt hier noch verbrauchen werde. Warten wir es mal ab. Halt dich fest! Ups, ich kann hier was... Achso, das ist ein Gonghammer, cool. Ich probiere dich festhalten. Kabong! Aha. Also darunter soll ich wahrscheinlich nicht, oder? Hä? Okay. Moment. Ich habe hier ein bisschen Angst, ne? Die Mucke ist schon vielversprechend. Die machen wir ein bisschen leiser. Weil die macht mir Angst. Ich glaube, ich soll da doch einfach runterfallen. Ups. Aha, guck mal, da kann man in die Mitte wohl irgendwie rein. Und ein riesiger gefrorener... Doch nicht, so riesig ist er doch nicht. See, wollte ich sagen. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das wäre eine Eiswand. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, leider nicht. Ups. Da geht es auf jeden Fall weiter, so wie es aussieht. Was ist hier? Der Tod. Auch schön. Ah, guck mal, da kann man runterklettern. Sehr gut. Okay. Huja! Nein! Ich bin tot. Wie schlecht. Ich habe da so ein bisschen die Entfernung unterschätzt. Also so ein ganz kleines bisschen. Ich habe gerade mal geguckt, der YouTube. Ich habe fast 10.000 Abonnenten. Ganz anderes Thema, ich weiß. Ist mir gerade nur zufällig aufgefallen. Weil ich habe so ein paar Leute, ich habe mal Kommentare gelesen. Das Blöde ist, wenn man zu viele Kommentare bekommt, ne? Da kommt das E-Mail-Postfach nicht hinterher, von wegen, mir E-Mails dafür zu schreiben, ne? Sonst habe ich immer schön für jeden Kommentar eine E-Mail bekommen. Jetzt muss ich immer bei YouTube separat gucken. Halt, weil bei Crash relativ viele Leute Kommentare geschrieben haben und auch hochfrequentiert. Also für meine Verhältnisse zumindest, die ich so gewohnt bin. Kein Bong diesmal, okay. Ah, doch, da kommt er ja. Ja, und auf jeden Fall, ich habe jetzt fast die 10.000 Abonnenten erreicht. Ich bin selbst erstaunt. Also, wie schnell das jetzt auf einmal geht. Ich habe mal geguckt, normalerweise so im Monat kriege ich so meistens so vom Saldo her, also die kommen, minus die gehen, so, ja, in der Regel. Da kann man sagen. 100 pro Monat, vielleicht, wenn es ein guter Monat ist. Und jetzt habe ich einfach innerhalb der letzten Woche, oder seit dem 30.06., seitdem halt Crash raus ist, einfach mal 400 Stück gekriegt. Es ist völlig krank, was ein so ein Spiel ausmacht, ne? Und das liegt ja nicht mal so unbedingt an mir, ne? Das ist einfach nur ein neues Spiel und die Leute denken sich, oh, guck mal, da ist jemand so bekloppt und holt da die Platin-Trophäe. Guck's mir an. Okay. Ach, guck mal, da kann man jetzt seitlich rein. Schön, schön. Hui. Was ist das? Hallo? Aha, da liegt was? Nein, nicht dahin gucken. Also ein bisschen Angst, ne? Den Sprung dürfte ich aber eigentlich schaffen. Danke. Was ist das? Aha. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber macht ja nichts. So. Gut, wo bin ich jetzt hier gelandet? Einfach nur auf der anderen Seite. Psst. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Wäre der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören, hier so eine Aufnahme, ne? Oh, Scheiße! Was ist das denn? Oh, fuck. Okay, warte. Ich muss weg. Was ist denn da los? Was bist du denn, sag mal? Ja, ich zerstöre dich mit meinen kleinen Pisspistolen. Mit meinem Pisto... Wow. Okay, ich habe damit wirklich nicht gerechnet, dass dieser Spacko jetzt kommt. Was ist das? Ich kann andere Waffen nehmen, ich weiß. Oh, ich bin tot. Wurde jetzt auch ganz schön fix für seine Fettleibigkeit. Okay, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen die Charlotte Flinte. Weil die ist eh kacke. Ich will, du kannst so langsam mal sterben, du Penner, ne? Uiuiui. Spring! Er ist tot. Oh mein Gott, er ist tot. Oh. Okay, das war das... Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe kein Geheimnis gefunden.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Das war das Level schon? Ich dachte, der Eispalast wäre richtig bumsig. Okay, der hat... Ups. Ich speichere gleich sofort ab. Tut mir auch echt leid, dass die Sequenz so zuckt. Ist halt eine alte PlayStation und eine alte CD, ne? Voll die Action-Sequenz. Ist einfach mal so von Tibet nach China gefahren oder was? Ich weiß nicht, wie weit das weg ist, aber es muss weit weg sein. So, da wo wir angefangen haben, erstes Level, da war ja auch in China. Und jetzt beginnt auch das letzte Kapitel. Und wir sind wieder halbnackig, das gefällt mir. Okay, warte mal kurz. Ich muss erstmal speichere ich, ganz wichtig. Weil nicht, dass der jetzt hier wieder sagt, von wegen, nee, ne? Weil ich habe ja aus Versehen gerade nicht gespeichert. Beim Ende des Levels. Ist halt so, ne? Was soll ich machen? Nur kurz ein Räumchen umgucken, weil ich muss einmal ganz kurz einmal Fenster zumachen, weil es ist doch schon sehr windig. Bis gleich! So, alles gut. Ich habe noch einen kräftigen Schluck aus meiner Boosterdose genommen. Jetzt läuft es. Okay. Cooles Level auf jeden Fall. Also gefällt mir jetzt schon. Sehr. Wieder. Ich glaube, das ist noch jetzt, glaube ich, der Tempel von Xian tatsächlich. Die, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon angesprochen habe, wo der Dave schon war. Bei Part 70 oder so. Und ich bin jetzt hier bei Part, keine Ahnung, 5. Ah! Und jetzt? Ich fall mal runter, oder? Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Knacks. Oh, 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 oh. Was ist hier? Uiuiui. Ui, ui. Da ist so ein Stein hinter mir. Was soll das? Ich sehe da überhaupt gar nichts. Aber macht ja nichts, ne? Was passiert hier? Was zum... Ins Wasser. Oh, ist überall Wasser. Sehr gut. Wow, ist das eine Strömung. Heiliger Bimbam. Was ist hier los? Ich raff hier gar nichts. Ich werde auf den ganzen Weg wieder zurückdüsen, ne? Ihr Penner. Erstmal hoch. Ganz wichtig. Und Fische abknallen. Dieb, Motherfucker. Die. Das kann man schon geschickter machen, mit nicht so viel Energieverlust. Ah, da ist noch einer. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Du bleibst schön hier, mein Freund. Dankeschön. Okay, hier fehlt mir noch ein Schlüssel? Nein. Doch, du fehlt mir wohl. Hör auf mir zu widersprechen, Frau. Oh, aber hier. Singe die.
zu gucken, wo ich die Tastatur und die Maus, also nicht, dass ich jetzt mich irgendwo jetzt hier kaputt sitze. Oh, ist ja auch noch zu. Ich muss irgendwo anders hin. Boah. Okay. So, ist ein Kacklevel. Officially approved. Jetzt müsstet ihr eigentlich noch irgendwo. Okay, da gibt es auf jeden Fall was. Auf der anderen Seite sieht das nicht so aus. Oh, es wäre sogar, wenn es ja nur diese eine Höhle gäbe, ne? Jein. Oder ist es doch die. Ist es doch eine Höhle? Oh, da geht's auch noch weiter. Oh, da liegt was. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Mein Medipack. Es war zu, aber ist mir jetzt erstmal egal. So. Ui. Aha. Und jetzt schöne Pagode. Hab ich toll gebaut. Ich brauche einen Schlüssel. Oder irgendwas. Wow, oh mein Gott, ein Tiger. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht gerade. Komm, geh da hoch, Frau. Mäusen. Bam, 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 bam. Wo ist er? Alter, was geht mit dir? Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Hervorragend. Gut. Kann hier noch irgendwas machen? Nö. Ist hier ein Hebel? Nö. Kann ich da vorbeilatschen? Nö. Oh mein Gott! Ich habe nicht gesehen, dass das ein Sprungdings ist. Ja, das, so sehe ich natürlich sehr viel. Okay, jetzt bin ich hier. Ich habe Angst, dass hier irgendwo ein Loch ist, wo ich reinfalle. Oh, ein Hebel. Cool. Da ist ja der Hebel, den ich gesucht habe. Boah, da hinten. Sieht dein Ernst, oder? Warte mal, vielleicht kann man ja von hier aus irgendwo... Oh, oh. Das klingt sehr nach einem Vogel. Okay, es ist ein großer Vogel. Danke. Gut, wie komme ich denn hier jetzt wieder unbeschadet runter? Das würde mich mal interessieren. Oh, die Nase juckt. Ist hier irgendwie wieder... Ach so, ja, da war eine Sprungplattform. Hey. Nee. Da nicht, ich möchte nicht runterfallen und direkt auf der Sprungplattform landen. Ja, komm, scheiß drauf. Ein bisschen Energieverlust. Hat noch keinem geschadet. Außer der Lara. Oh, da liegt auch noch was und da ist noch ein Tiger. Himmelarsch, Himmelarsch. Erstmal. Luisa, Luisa, die Sau. Komm doch her, du feige Schwein. Eigentlich bin ich ein feige Schwein, weil ich mich hinten verschließe. Ein bisschen Munition, sehr gut. Jetzt komme ich wieder zurück ins Wasser. Kaflusch. Da lag sonst nichts. Das ist immer das Blöde, wenn da so ein Grafikfehler ist. Wo man so ein Pixel durchscheint, ne? Und ich dann immer denke, oh mein Gott, guck mal, da war was. So, jetzt können wir hier also hoch. Reicht das am Heulen ein bisschen, geht nicht mehr. Klettern, 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 klettern. Komm, gleich haben wir es geschafft, Lara. Sehr gut. Oder du hast es geschafft. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe nur einen Knopf gedrückt gehalten. Da ist aber nichts mehr. Will mich da was? Da ist die Spinne! Oh mein Gott. Die habe ich jetzt erst gesehen. Habt ihr euch nicht kaputt gelacht, dass ich im ersten Part irgendwie bei der Spinne draufgegangen bin? Ja, ne? Zu Recht auf jeden Fall. Wo sind da eigentlich so viele Tiere? Wo kommen die alle her? Wovon überleben die eigentlich? Heilige Scheiße. Okay. Da erinnere ich mich direkt an Toni zurück, ne? Von wegen, Achtung, du musst gut springen. Ich speichere hier mal ab. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich jetzt habe. Ja, da möchte ich ungern runterfallen. Wahrscheinlich verbrenne ich da wieder nur so richtig schlecht animiert. Okay.
Was mich auf jeden Fall sehr reizt, bei Tomb Raider ist natürlich der neue, also was heißt der neue Teil, der mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, 6 Jahre alt ist oder so, oder 5 oder 3. Also halt der... Immerhin bist du vorhin nochmal aufgestanden, als du in die Rotweinsuppe da gefallen bist. Nein, dieses Reboot, nicht Remake, ne? Das war ja hier der Anniversary, den Christoph ja gerade macht, sondern den Reboot, meine ich. Ich überlege gerade, da gab's ja noch so ein paar Spin-Offs, gab's ja auch hier, The Guardian of Light, gab's da sowas. Lara Croft Go natürlich. Aber ich glaube jetzt hier von der Reboot-Serie ist ja, glaube ich, der neueste Temple of Oasis, genau, Osiris oder sowas. Oder ist halt auch ein Spin-Off, so wie Guardian of Light, ich weiß das nicht mehr. Schon zu lange her. Okay, komm. Jetzt schaffst du es aber. Und halt dich fest! Ich werde machen. Kann ich mich nur noch festhalten? Ja, ne, das geht noch. Frage ist, wie komme ich dann wieder hoch?